Hallo und willkommen zurück zu Dads and Crony City. Tomorrow comes today. Wir haben ein Problem. Und zwar weiß ich nicht, wo ich die Lampe finde. Ich bin jetzt in der Off. Die Schleuder haben wir, die können wir den Kiddies bringen. Genau sowas. Machen wir das mal. Da nach oben. Ich war gerade in der Aufnahmepause. Hey Misha, ich mag dich nicht. So, mal gucken, ob sie unser Geschenk annehmen. Guck mal hier. Hallo Michael. Hallo Jungs. Wir haben Mama aus dem Haus gelockt. Wo ist jetzt unsere Belohnung? Ja, hier. Ja, ich glaube, ich habe etwas, das euch gefallen wird. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Das sind nur Kinder. Und das könnte richtig Ärger geben. Ich weiß genau, wofür sie sie benutzen werden. Aber ihre Treffsicherheit ist beeindruckend. Und etwas Unruhe am Lagerzaun wäre für alle eine gute Sache. Abgesehen davon wollen sie etwas für ihren Vater tun. Und diese bewaffneten Schweine verdienen eine Lektion. Was ist es denn, Michael? Sag schon, was ist es? Na komm, wir geben es denen, oder? Eigentlich, dass sie erschossen werden. Mann, Michael, warum hast du das gerade gesagt? Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin mir sicher, dass euch das wirklich gefallen wird. Hier, bitteschön, eine Schleuder. Es ist eine Schleuder! Danke, Michael. Damit können wir die Wachtürme treffen. Kommt schon, lasst es uns versuchen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Achtung! Alle Einheiten im Sektor 12, sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ich wiederhole, sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, es muss etwas Ernstes sein. Bewegung! Du hast ihn getroffen! Ja! Und was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Wir müssen hier weg. Schnell, lauf! Sollte ich besser mitnehmen. Oha. Scheiße. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben. Alles ver- ja, das kennen wir ja. Oh Gott. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ach komm, Michael, alles gut. Nimm mal die Steine. Ich werde die nicht aufheben. Ich bin mir sicher, dass die Jungs eine ganze Weile gebraucht haben, um sie für ihre Zielübungen zu sammeln. Abgesehen davon wette ich, dass ich schlechter treffe als sie. Ja, aber wir müssen doch Beweismittel vernichten hier, Michael. Bemalte Palette, können wir nichts machen. Der Wachturm. Einer der vielen Türme, von denen aus das Lager überwacht wird, sieht aus, als hätte der Posten diesen hier verlassen. Und zwar schneller, als ihm lieb war. Naja. Oh Mann. Nicht, dass die Kleinen jetzt irgendwie ein Trauma erleiden oder sowas. Ich hoffe, die haben nicht gesehen, dass sie den umgebracht haben. Aber dann klauen wir jetzt mal das Motorrad. Oder? Da können wir doch rangrabbeln jetzt. Satteltasche. Nimm mit. Was ist denn das? Dicke Kunstlederhandschuhe. Verdammt. Es gibt keinen Zündschlüssel. Einer der Soldaten muss ihn haben. Das hätte ich mir denken können. Naja, immerhin haben wir jetzt dicke Lederhandschuhe. Solche Handschuhe tragen Motorradfahrer. Auch wenn meine Hände hineinpassen, sie sind eigentlich nicht meine Größe. Tja, und was machen wir damit? War irgendwas, wo wir uns schneiden hätten können? Blutlache? Oh, das hier von der... Eine Lache aus Blut und Schlamm markiert den Ort, an dem dieser Mann, der Spitzel, angeschossen wurde. Das jagt mir einen Schauer über den Rücken. Die Täter mögen straflos davonkommen, aber es ist immer noch der Ort eines Verbrechens. Tja, jetzt haben wir aber immer noch keine Lampe, ne? Och, Michael. Oh nein! Alles. Ich drück das mal weg, das kennen wir ja schon. Ah, die böse Krähe wieder. Alles verformt. Es kommt
ein bisschen häufig, muss ich sagen. Geh mal in die Stadt. Kannst du die anziehen? Kannst du die Ich bezweifle, dass diese Person Handschuhe will. Sieht mir nicht nach einem Motorradfahrer aus. Tja, wer will denn Handschuhe haben? Ich bezweifle, dass sie... Die wollen auch keine haben. Oh, ey, komm, Leute. Verdammt. Alle. Ja, ja. Ich verliere ja auch bald den Verstand, wenn es so weitergeht. U-Bahn-Eingang, da können wir nichts machen. In den Gully wollte er ja nicht. Können wir vielleicht diese Dornen, die da waren, damit wegmachen? Dass er sich nicht piekt, der Michael? Nicht, dass er sich wehtut. Fliege! Die ganze Welt ist zusammengebrochen. Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen, Fingerabdrücke zu hinterlassen. Ja, du machst dir doch Sorgen, dass du dir da wehtust, oder? Nein. Sie sind so eng miteinander verwachsen, dass ich mich nur verletzen würde, wenn ich mich da durchschlage. Naja. Er hängt da, Holzbank. Oh, ey, ist nicht euer Ernst. Ja, das kann man aber auch immer. Schon. Michael, wie kriegen wir denn jetzt? Da willst du ja nicht rein, ne? Moment. Ich werde nicht weiter runtersteigen. Es wäre Wahnsinn ohne... Toll, und die Öllampe will er nicht mitnehmen. Wie kriegen wir denn eine Taschenlampe oder sowas her? Ich meine, jetzt haben wir hier einen Sitzbezug, eine Schleuder, Nägel... Können wir denn hier irgendwas... Ich sehe keinen Grund, irgendetwas daran festzunageln. Tja, hier... Der Sitzbezug ist furchtbar zerschlissen. Da. Ich glaube nicht, dass das... Vollkommen außer... Das? Besser nicht. Vielleicht hier? Das U-Bahn... Oder da? Vollkommen außer... oder die? Warum sollte ich das machen? Ja, keine Ahnung, Michael. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, das als Geschoss für die Schleuder zu verwenden. Ja, die Steine wolltest du ja nicht mitnehmen. Sie könnten das perfekte Geschoss sein. Aber diese Nägel würden nur das Gummiband kaputt machen. Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass ich nicht besonders gut mit dem Ding umgehen kann. Tja, Übung macht den Meister, Michael. Das würde zu nichts führen. Tja. Keine Ahnung, wie ich diesen Gegenstand mit dem Stück Glas kombinieren soll. Ich würde ihn nur zerkratzen. Naja, ist doch schon mal ein Anfang. Menno, ich bin echt jetzt gerade hier so, was? Der will nur Hilfe, ne? Ich muss da rein! Mach keinen Lärm, ja. Tja, das haben wir ja schon gefragt. Tut mir leid. Hilf! Hilf mir. Habt ihr vielleicht nochmal was Neues? Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Sicher, aber halt's kurz. Kannst du nicht sehen, dass wir sehr beschäftigt sind? Ja, total. Ausgangssperre, warum habt ihr Angst vor den Soldaten gehört? Das haben wir auch schon. Danke für das Gespräch. Manu. Danke für... Ja, ja, ist alles cool. Vielleicht können wir ja den Pokernspielern irgendwas in Austausch geben, dass wir mit der Rose mal quatschen können. Weil wir haben ja kein Bargeld, aber... Was? Zelte. Hm. Hey, Leute! Hallo mal wieder, Kumpel. Bist du hier, um etwas Zeit mit Rose zu verbringen? Oder vergeudest du nur gerne unsere Zeit? So, Mädchen. Ich hab viele gesehen. Ich hab nichts mehr mit euch zu... Tja. Es scheint, als wären diese Dinger nach der großen Welle sehr selten geworden. Daher sind sie unbezahlbar. Der hier ist wirklich alt. Es ist geradezu ein Wunder, dass er noch funktioniert. Aber er läuft. Können wir den... Ich behalte das mal lieber. Ich glaube, das könnte noch nützlich werden. Ja, aber wofür denn, Michael?
Können wir die mit der Schleuder? Etwas sagt mir, dass diese Männer bereits bewaffnet sind. Und nicht nur mit Steinen und Schleudern. Tja, wollen sie Handschuhe? Ich bezweifle, dass sie Verwendung für die Handschuhe hätten. Sie sehen nicht aus wie Motorradfahrer. Ist doch egal, frag sie doch erstmal. Hier ein Schild auf dem Kopf. Ich könnte die Überreste dieses Schilds jemandem geben, aber warum sollte es jemand haben wollen? Tja, keine Ahnung, frag ihn doch. Nägel? Diese Schläger verlangen Geld von mir im Tausch dafür, mich in den Van zu lassen. Ja, haben wir ja nicht. Gib ihnen einen mit der Brechstange. Besser nicht. Die sind mir 2-1 überlegen. Na und? Ohne erst deutlich im Vorteil zu sein, greife ich die ganz sicher nicht an. Ah, du Schisser. Schrott und Altmetall, Schrott und Altmetall. Dann meckern sie sofort. Wassertank. Generator. Dürfen wir ja nicht ran, ne? Was genau glaubst du, was... Naja. Hey, Kumpel. Fass den Generator an und du... Mein Partner und ich verstehen kein... Ja. Ja, absolut. Ich war nur neugierig und wollte das Ding mal... Du musst nicht gleich nervös... Mehr Schrott und Abfall. Können wir denn dem Obdachlosen vielleicht irgendwas geben im Austausch für irgendwas? Vielleicht will der ja den Bezug haben. Da kann er ja schön drauf schlafen, oder? Hier, damit dein Poppes wärmer wird. Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Ihm die Katschi? Der Person die Schleuder geben? Ich glaube nicht. Warum denn nicht? Mach doch mal, guck, was passiert. Handschuhe. Das behalte ich besser. Ach man, gib ihm die doch. Dann ist sie ein bisschen wärmer. Dann gib ihm Nägel, da freut er sich. Die ganze Welt hat sich in einen Schrotthaufen verwandelt. Wer will da schon eine Handvoll rostiger Nägel haben? Na, er bestimmt. Du fragst ihn ja nur nicht. Vielleicht will er ein Schild. Ich behalte das mal lieber. Ich glaube, das könnte noch nützlich werden. Dann gib ihm einen mit der Brechstange. Das mache ich lieber nicht. Warum die neue Welt ist schon gewalttätig genug. Da brauche ich nicht auch noch rumlaufen und die Einwohner grundlos zusammenschlagen. Ja, ich weiß, aber naja. Hätte ja sein können. Fahrzeug, verlassenes Auto. Fahrersitz, da können wir auch nicht. Können wir den vielleicht aufschneiden? Wie soll das gehen? Na, aufschneiden halt. Oder rausreißen. Darauf einzuschlagen würde mich kein Stück weiterbringen. Aufs Auto? Das bringt leider nichts. Auf dem Wohnwagen? Darauf einzuschlagen würde mich kein Stück weiterbringen. Mann, Michael, ich weiß nicht. Hütte. Einkaufswagen, da meckert er ja sofort. Vielleicht können wir ja mal mit dem... Oh, guck mal, er ist weg. Ah, hier hat sich was getan. Dann gehen wir da mal rein und quatsch mal mit dem Jäger. Hey, Jäger. Hast du gehört, was da draußen war? Also, was bringt dich zu mir? Ist Wache gestorben. Zerflossenen erzählen, einer Freund ziemlich schlecht, weiß wo ich Medikamente. Jäger. Beach Oracle haben wir. Ich sollte jetzt gehen. Ne? Gut, Mike. Du bist jederzeit willkommen. Denk dran, wir können dir hier alles besorgen. Ohne Fragen. Ja, ich brauche eine Taschenlampe. Besorg sie mir, Barmann. Hallo mal wieder. Hey, was darf's sein? Interessant. Ich bin nicht wirklich daran interessiert, etwas zu kaufen. Motorhaube. Hammer, nichts. Lautsprecher. Theke. Und raus. Mann, Michael, wo ist denn der alte Mönch dahin? Also nicht Mönch, aber der sah so ein bisschen Mönchy aus. Wo ist denn der hier? Wo ist denn der? Der muss doch hier irgendwo sein jetzt. Stacheldrahtzaun. Horizont. Hier können wir ein auch nichts. Ein kleines hin, Wachhäuschen ohne Tür. Ja, da scheint ja nichts drin zu sein. Motorrad haben wir ja schon alles. Komm, gib ihm mit der Brechstange. Das Motorrad zu sabotieren würde jetzt wenig bringen. Ja, just for fun. Oder Nägel. Hm. Würde es mir irgendwas bringen, die Reifen dieses Motorrads zu zerstechen? Ich glaube nicht. Doch, ein bisschen Spaß, wenn sie wiederkommen, die Scheißsoldaten. Oder die Reinigungsbrigade. Können wir hier vielleicht... Das geht leider nicht. Oder mit der Brechstange da rumwühlen? Unmöglich. Da komme ich nicht ran. Das Gitter ist im Weg. Da macht das Bringt Gitter nichts. Weg. Die Stäbe sind zu stabil. Och, Michael, du stellst dich manchmal aber auch an.
Das ist ein schimmeliger und abgenutzter Sitzbezug aus dem Auto. Ich sehe keine Möglichkeit, das damit zu benutzen. Ja, chill mal, ey. Manno. Hier ist auch keiner. Erdwand. Wasser. Tja, Leute, ich bin gerade echt verzweifelt. Sieht nicht so aus, als ob das... Das ist ein Schimmel. Ich wüsste nicht, wie... Ich probiere jetzt einfach mal gerade alles durch. Darauf schießen? Selbst wenn ich ein Geschoss hätte, bin ich doch eher ungeschickt. Ich würde nur meine Finger im Gummiband verheddern. Ach, so schlimm. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Darauf selbst wenn... Ja, okay, dann nicht. Dann wühl mal mit deinen... Das bringt leider nichts. Die ganze Welt ist zusammengebrochen. Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen... Okay, dann machst du... Das geht leider nicht. Das willst du auch nicht. Mit der Brechstange... Darauf einzuschießen. Sieht nicht so aus, als... Oder darauf oder hier. Ich wüsste nicht, wie... Oder damit. Ich bezweifle... Oder hier. Wie soll das gehen? Ach, Michael. Komm mir doch mal ein Stück entgegen, bitte. Nee, nicht runter. Ah, jetzt geht er runter. Oh, Michael. Das legt aber noch alles ab. Quietsch, quietsch, kratsch, kratsch. Komm, wieder raus da. Genug gebadet. Ich pack mein Zeug mal besser wieder ein. Besser ist das. So, jetzt werde ich doch den Hotspot benutzen. Der Stamm eines halb verbrannten Baumes. Der da zur Zeit hält er sich noch. Ja, okay. Haben wir hier denn irgendwie was? Die Schranke, Stacheldrahtzaun, die Mauer. Trockenes Flussbett. Es sieht so aus, als wäre dort irgendwann mal ein großer Fluss entlang geflossen. Aber jetzt ist nur das trockene Flussbett als Mahnmal übrig. Okay. Das wird uns nicht weiterhelfen. Schatten, Hauptstraße, das hatten wir, das hatten wir. Ah, Kellerfenster. Ein schmutziges Kellerfenster, vermutlich zum Lüften. Es ist die einzige Öffnung, die der Keller des Gebäudes nach draußen hat. Ah. Kommen wir da weiter? Mit der Brechstange, Michael? Ja. Auf diese Weise könnte man in das Haus kommen. Aber das Klirren der Scheiben würde die Soldaten alarmieren. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken, was diese Barbaren dem alten Mann und mir antun würden. Können wir das Ich kann diese Sachen nicht zusammen benutzen. Ich dachte so als Dämpfer. Na gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt mit der Hotspot-Taste unterwegs sein. Und nächste Folge kommen wir hier bestimmt weiter. Immerhin haben wir jetzt ja schon mal die Handschuhe dazu bekommen. Ja, das war's ja auch schon. Eieiei. Naja. Erfolg in kleinen Schritten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Dead and Crony City. Tomorrow comes today. Tschüss, Michael. Winke, winke.